Kuckuck. Hi. Ja. Moin, moin. Ich bin Penner im Auto. Ich reise seit 2 Jahren durch Europa und möchte Erfahrungen hier teilen und möchte jetzt ein aktuelles Thema ansprechen. By the way, ich bin gerade in Hel, das ist eine polnische Halbinsel, die bei Besuchern sehr beliebt ist. Und hier gibt es eine schöne blaue Route, die ich ablaufen will. Meistens sind diese eingetragenen Wanderrouten, die führen immer an guten Stellen vorbei. Es sind ungefähr 8 Kilometer und währenddessen wollte ich ein hochaktuelles Thema ansprechen. Und zwar Kosten. Die Kosten zum Leben, die Kosten zum Essen, Heizen und so weiter und so fort. Mich interessiert das alles reichlich wenig, weil das Auto zum Beispiel zum Heizen halt so klein ist, dass man wirklich geringe Heizkosten hat. Dieser Lebensstil ist halt sehr minimalistisch und sorgt dafür, dass man halt einfach nirgendwo Kosten anfallen. Ich selber habe monatlich hochgerechnete Ausgaben von 400 Euro und die setzen sich wie folgt zusammen. Erstens 150 Euro Sprit. Das ist so ziemlich, das schwankt auch immer so zwischen 120 und 180, hochgerechnet von den letzten 12 Monaten. Und das ist dann halt immer abhängig davon, ja, wie viel man halt tatsächlich herumfährt. Man muss gar nicht so viel herumfahren. Ich selber habe die Routine drin, dass ich 1 oder 2 Stunden fahre und dann aber auch 3 Tage an einem Ort bleibe, weil ich gerne wirklich wissen will, wie die Menschen da leben. Ich will nicht einfach nur irgendwelche Attraktionen sehen, sondern ich will die Orte tatsächlich kennenlernen. Die nächsten hohen Kosten wären tatsächlich Essen. Die kommen auf ungefähr 100 Euro im Monat. Ich habe eigentlich eine minimalistische Ernährung, womit ich weit unter 100 Euro im Monat klarkomme. Aber man will halt die örtlichen, jetzt muss ich gucken, ob ich hier richtig bin. Ja, das sieht gut aus. Man will halt die örtlichen Delikatessen probieren. Das heißt, da gibt man auch gerne noch etwas aus. Auf den Reisen bemerkt man dann auch, dass man spart halt viel Geld, weil man halt einfach die Erfahrung sammelt, welche Restaurants sind gut, welche sind nicht gut. Es gibt so einzelne Hinweise, wie zum Beispiel, wenn ein Restaurant alles Mögliche auf der Karte stehen hat, aber keine Preise draußen hängen hat oder auffällige Werbung hat, dann ist das meistens Abzocke. Ich achte am meisten darauf, welche Läden sind mittags voll. Und dann kann man davon ausgehen, dass die auch tatsächlich gut sind. Und welche sind eben nicht gerade auf dem Attraktionsweg, weil die neigen dann dazu, dass die einfach schnell fertige Gerichte überteuert verkaufen, um schnell Geld zu machen. So, damit wären wir bei 250 Euro. Danach kommen noch 50 Euro für sonstige Ausgaben, wenn ich mal spontan schießen will oder ein Museum doch besuchen möchte, was ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr tue. Dann kommen da im Monat ungefähr die 50 Euro zusammen. Das war es eigentlich, was ich in einem Monat ausgebe. Wir sind jetzt bei 300 Euro. Die restlichen 100 Euro kommen von den Steuern, von der Versicherung und von Reparaturkosten am Fahrzeug. Das ist jetzt eine Sache. Ich musste in den ganzen 2 Jahren nur einmal die Bremsbacken erneuern, was natürlich ziemlich günstig ist. Ich mache alles eigentlich selber am Auto, weil ich mich da halt auskenne. Das ist dann der Vorteil. Ja, und so kommt man auf 400 Euro im Monat. Warum ist das alles so günstig? Wo sind da die Kosten, die abfallen? Ganz einfach. Fangen wir wieder beim Diesel an. Ich tue alles dafür, dass der Verbrauch von meinem Fahrzeug so gering ist wie möglich. Ich fahre wie eine Oma. Ich fahre sehr vorausschauend, beschleunige so wenig wie es geht und bremse so wenig wie es geht, weil ich will natürlich auch, dass das Auto einfach lange hält. Außerdem fahre ich lieber an einem Montagvormittag, wo ich weiß, dass halt wenig auf den Straßen los ist, so ist zumindest meine Erfahrung, als zum Beispiel an einem Sonntagabend. An einem Sonntagabend ist da echt Krieg auf den Straßen, da schlafe ich lieber nochmal eine Nacht und fahre dann lieber am nächsten Tag weiter. Zum Thema Essen, ja, habe ich bereits gesagt, meine Ernährung, ich esse quasi nur Reis und Haferflocken. Man kann das geschmacklich sehr variieren, das funktioniert sehr gut. Da werde ich definitiv auch noch ein Video zu machen, wie mein Gericht funktioniert,
Ja, und zum Thema Museen oder Burgen auch. Ich kann keine Burgen mehr sehen. Diese typischen touristischen Attraktionen, die fallen eigentlich komplett weg. In den ersten Monaten hatte ich auch Mehrausgaben, so rund 1000 Euro, was sehr viel ist, meiner Meinung nach, bei diesem Lebensstil, weil ich aber auch alles mitgenommen habe. Alles, was man besuchen konnte, bin ich reingegangen. Aber irgendwann nach 3 Monaten, würde ich sagen, fällt das weg. Da habt ihr einfach keinen Bock mehr drauf, weil es ist immer dasselbe. Das ist immer so nach dem Motto, ja, gib mir dein Geld und hau ab. Ja, und zum Thema Steuern und Versicherung. Ich bin bei der ADAC. Die Versicherung beläuft sich auf, war das die Versicherung, die 400 Euro kostet oder die Steuern, die 400 Euro kosten? Ich glaube, die Steuern kosten 400 Euro. Also einer von beiden kostet ungefähr 400, der andere ungefähr 600. Insgesamt sind das unter 1000. Ich bin bei der ADAC und mein Fahrzeug wegen der Steuer ist als LKW angemeldet. Also LKW-Zulassung. Was sind denn andere Kosten, die da wegfallen? Ihr habt zum Beispiel die Miete natürlich, die nicht da ist. Wenn ihr das mal auf ein Jahr hochrechnet, dann wird euch schwindelig, wie viel Geld ihr da als Miete ausgeben müsst. Klar, Wasserkosten habe ich nicht, weil ich beziehe mein Wasser von Friedhöfen oder von Freunden, die ich besuche, was gar kein Problem ist. Man kann jederzeit hier in der Umgebung irgendwo eine Wasserquelle finden. Ich habe diesen 20-Liter-Tank mit der kleinen Fußpumpe, die halt sehr wenig verbraucht, mit der ich super gut klarkomme. Ich komme nicht auf die Idee, daran irgendetwas zu ändern. Stromverbrauch, da zahle ich natürlich auch nichts. Klar ist das am Anfang eine Investition, zu der wir auch gleich kommen, wo man sich die Solarpanel anschaffen muss. Aber seither habe ich da gar keine Probleme mit. Also wenn ich mal wirklich Strom brauche und mal angenommen, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Riesenvideo rendern und der Computer muss den ganzen Tag gewaltig dran rumrechnen, was viel Strom frisst, Moment, ich bin richtig, okay. Dann kann ich mich auf den Berg stellen, wo ich eine super gute Sonneneinstrahlung habe und dann ist das echt gar kein Problem. Ja, und zum Thema Heizen. Am Anfang habe ich die Heizung noch viel benutzt, weil ich immer die schönen Orte abgefahren bin und manchmal regnet es halt irgendwo oder man ist plötzlich in den französischen Alpen und steckt im Schnee fest oder sowas. Aber mittlerweile, ich habe die Heizung jetzt seit fast 3 Monaten sogar schon nicht mehr benutzt, weil ich mit der Zeit einfach gelernt habe, dass man nicht die schönen Orte abfahren sollte, sondern immer das schöne Wetter abfahren sollte quasi. Ihr müsst mal drüber nachdenken. Eure Heimatstadt ist bei gutem Wetter schöner als Barcelona bei Regen. Haltet euch an das Wetter. Ihr werdet eh irgendwann jeden Ort mal besuchen und dann habt ihr auch dementsprechend immer Strom. Ihr habt auch so gut wie gar keine Heizkosten. Meine Heizung, das habe ich am Anfang mal durchgerechnet, die beläuft sich, wenn die an ist, auf unter 10 Cent pro Stunde. So war das. Das heißt, wenn ich dir den ganzen Monat laufen lassen würde, dann wären das 70 Euro oder so. Aber das passiert halt nicht, ne? Man hat dann halt vielleicht morgens mal die Heizung an, um die Karre einmal aufzuwärmen, wenn die Nacht kalt war. Aber ansonsten sind die Heizkosten echt so minimal. Man muss da nichts beachten. Wisst ihr was? Ich gehe mal hier lang. Ich habe auf der Karte gesehen, dass hier ein Strand ist. Den würde ich gerne mal abchecken. Oh ja. Das schaut doch mal ganz akzeptabel aus. Puh. Ja. Oh, das ist auch geil. Leute, die einfach mit dem Zelt hier am Strand übernachten. Kommen wir zu den Anschaffungskosten. Da sieht es wieder komplett anders aus. Ich habe mein Fahrzeug gekauft für 6.000 Euro. Man muss nicht so in die Höhe gehen. Ich würde behaupten, so ein Auto für 3.000, 4.000 Euro, etwas älter, reicht vollkommen. Man muss sich halt dessen bewusst sein, welche Größe man nimmt und in welchem technischen Zustand das Auto halt eben ist. Und die Sachen, die ich reingebaut habe, momentan belaufen sich auf ungefähr 3.000 Euro. Ich habe insgesamt viel mehr bezahlt, weil ich viele Sachen ausprobiert habe. Wegen meines Berufs gilt für mich die Regel, testen, 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 testen.
Man kann sich vorher gerne einlesen und all diese Sachen. Im Endeffekt muss man Sachen testen, wenn man wirklich rausfinden will, was vor allem funktioniert und was nicht. Das Fahrzeug, das ich jetzt habe, mit dem bin ich vollkommen zufrieden. Es ist optisch noch gar nicht schön gemacht, weil ich immer noch Kabel ziehe oder neue Lüftungsleitungen durch das Fahrzeug ziehe, weil ich halt immer noch teste, ne? Aber die Verkleidung, Wandfilz und all so ein Zeug, das ist schon bestellt. Das wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich das schick machen. Also am Anfang, man muss wissen, ich bin ein einfacher Typ. Am Anfang, ich habe mir was zu pennen reingelegt, was zu essen reingeschmissen und bin einfach losgefahren. Und so wie das jetzt schon sich entwickelt hat, ist das ziemlich gut. Man kann sich ja das Room-Tour-Video reinziehen. Das ist bereits seit einigen Wochen online. Also ein 4.000 Euro Fahrzeug, da ist man bestimmt schon gut mit dabei. 3.000 Euro Einrichtung ist auch eigentlich echt viel. Zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt und man halt, es gibt ja Menschen, die müssen das aus finanziellen Gründen machen. Da kann man zum Beispiel die schwarze Isolierung, die ich an den Wänden habe, die könnte man zum Beispiel weglassen. Oder man bräuchte vielleicht auch die ganze Elektronik gar nicht so ausgeprägt, wie ich es habe. Ich habe auch Leute kennengelernt in Südfrankreich, die sich wirklich einfach nur Schuhkartons da reingeballert haben. Und die sind voll zufrieden. Die sind total happy damit. Zur Miete muss ich noch dazu sagen, dass ich halt bei meinen Eltern gemeldet bin mittlerweile. Ich hatte überlegt, mir eine eigene Wohnung trotzdem noch zu halten, aber dann müsste jemand ständig bei mir an die Wohnung vorbei, um dann die Post rauszuholen, was natürlich totaler Unsinn ist. Deswegen habe ich mich bei meinen Eltern gemeldet. Man kann sich einen Anwalt nehmen. Wegen meiner Selbstständigkeit kriege ich halt viel Post. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Anwälte auch nur in ihrem eigenen Interesse handeln. Also denen traue ich da jetzt nicht so sehr wie meinen Eltern zum Beispiel, ne? Deswegen wohne ich offiziell bei Mama und Papa. Grüße gehen raus. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich bin mit meiner Tour fast zu Ende. Da hinten war der Bahnhof von Hell. Und ich wollte noch eine Sache erwähnen, und zwar die Rechnung, die ich gemacht habe. Die bezieht sich nur auf das Vanlife. Was bedeuten soll, dass ich da noch Spezialausgaben habe, die ich jetzt nicht mit einbezogen habe. Zum Beispiel war ich vor einem Monat noch in London, wollte dann halt nach Zentralpolen rüberfahren. Das habe ich dann innerhalb zwei Wochen gemacht. Das sind dann auch bei den derzeitigen Preisen 300 Euro an Spritgeld und nochmal weitere 100 Euro wegen der Fähre, wo man von Dover nach, nicht Calais, sondern ich bin nach Dünkirchen rübergefahren. Das sind dann auch mal eben 400 Euro, die da zusammenkommen. Die habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Oder andere Ausgaben sind Drohne oder halt eben die ganzen Sachen, die ich mir gekauft habe, die ich halt im Auto ausprobieren wollte. Das sind keine regulären Vanlife-Ausgaben. Ich möchte gerne alle Karten auf den Tisch legen, deswegen erwähne ich das. Ja, dann war's das. Ich bin fertig mit meiner Route. Meine Karre steht 1 Kilometer in diese Richtung. Ich werde mir jetzt, denke ich mal, was zu essen machen oder einkaufen gehen. Ich habe da einen Laden gesehen. Danke fürs Zuschauen. Ich werde noch ein Video zur Toilette hochladen. Das ist auch ein Thema, da spricht irgendwie gar keiner drüber, aber das finde ich sehr wichtig. Ja, man sieht sich unterwegs, ne?